Fange jetzt einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen zu Untergraben, dem Undergrounded-Podcast, der immer zuerst gehört werden sollte. Heute mit meiner wunderbaren Anna und meinem wunderbaren Eggy, ne, die sich jetzt trotz fortgeschrittener Stunde zusammengeführt, zusammengerauft haben, noch auf die letzten Meter, um heute mal über die große undergrounded.de-Umfrage 2024 zu sprechen. Wir haben circa 2 Wochen lang eure Antworten gesammelt und so ein bisschen ein Stimmungsbild uns abzuholen zum Thema, was bewegt euch gerade im Underground? Wie sieht die Demografie gerade aus der Leute, die vor allem unsere Seite sich angucken? Was wird denn vielleicht noch ein bisschen außerhalb der Undergrounded-Bubble konsumiert? Welche Formate werden konsumiert? Wie genießt ihr die Musik in schriftlicher Form und in anderen Bereichen etc.? Und wir werden jetzt einfach mal durch diese Umfrage durchhuschen. Es wird auf jeden Fall unfassbar trocken. Ne, also Statistiken, ihr wisst selber, wie es ist, aber ich glaube, wir haben hier eine ganze Menge an interessanten Fakten und Dingen, die vielleicht den einen oder anderen auch überraschen werden. Ne? Frage Nummer 18 würde euch komplett überraschen, glaube ich. Also es lohnt sich auch, dran zu bleiben. Ich würde, genau bevor ich jetzt an euch übergebe, beziehungsweise an Eggy, der uns so durch die Statistik so ein bisschen führen wird, würde ich gerne noch was zum heutigen Sponsor sagen. Dieser Podcast heute wird absolut auf gar keinen Fall von den Schweizer Ordnungsämtern gesponsert. Ne? Schweizer Ordnungsämter, wenn ihr mal richtig Bock habt, richtig Asche liegen zu lassen, weil ihr euch irgendwo hingestellt habt, wo ihr nicht hättet stehen dürfen oder weil ihr die falsche Auffahrt genommen habt oder weil ihr im Kreisverkehr einen Kreis so lang gefahren habt, dann helfen euch die Schweizer Ordnungsämter, euch richtig arm zu machen. Ne? Genau. Gibt es sonst noch irgendwas? Hallo Eggy. Muss ja ein richtiges Trauma bei dir hinterlassen haben. Hallo zusammen. Ja, ansonsten wunderbares Land. Also man kann die Leute wirklich nur empfehlen, die ein oder andere Kuh kann man auch essen. Toll, ne? Aber auf gar keinen Fall würde ich da Auto fahren oder genau, vielleicht lieber über Österreich nach Italien. Irgendwie so. Ja. Okay. Du hast jetzt gerade quasi direkt alle Events in der Schweiz empfohlen. Zu Recht diskreditiert. Ne, die sollen ruhig wissen, ne, was sie da mit den Ordnungsämtern haben, ne, dann nicht nur mit dem Säbel rasseln und immer mal neutral abstimmen, sondern tatsächlich auch mal was tun, ne, dass es ein bisschen touristenfreundlicher wird. Für uns arme deutsche Metalheads, ja, die keinen Euro in der Tasche haben. So. Also ich für meinen Teil war noch nie für Live-Musik in der Schweiz, deswegen, das muss ich bald mal ändern. Auf jeden Fall. Also ich kann die Noche Oscura... Und ob sich das eventuell bald ändert, ja... Tolli, tolli. Wir schauen mal. So, es geht um eine Umfrage. Grave, erzähl doch mal ein bisschen was zu dieser Umfrage. Wie kam es dazu und ja, weiß ich nicht. Ja, also wir versuchen uns ja immer noch so ein bisschen professionell aufzustellen seit 2011 beziehungsweise seit 2005. Und die letzte Umfrage war schlicht 2019, vor 5 Jahren. Und ich glaube, es hat sich ganz, ganz viel gedreht, es hat sich ganz, ganz viel getan in dieser Zeit und ich habe es einfach mal wieder als notwendig erachtet, mal reinzuhorchen. Ne? Again, wie sind die Leute unterwegs, wie konsumieren sie Musik, wie sieht eigentlich unsere Fanbase aus, also die Menschen, für die wir den ganzen Terz eigentlich runtertanzen. Und da war mir es einfach wichtig, in 19 Fragen mal ein bisschen ein Stimmungsbild zu bekommen, um zu gucken, was können wir vielleicht auch noch tun, um uns ein bisschen anzupassen, dass es der Peer Group, der Zielgruppe ein bisschen konformer wird. Das war der ganze Hintergrund. Mhm. Wie viele Teilnahmen hatten wir denn? Können wir, glaube ich, hier direkt gleich sehen. Ne? Wenn du anfängst weiter zu scrollen, bekommen wir auch nochmal eine kurze Übersicht, glaube ich. Also wir hatten, wenn ich es richtig gesehen habe, 369 Klicks waren das. Davon genau, also 322 Besuche hatten wir. Wir haben 193 Leute, also knapp 200 Leute, die mitgemacht haben. Was eine Quote von 60% entspricht, die sich diese Umfrage angeschaut haben und sie tatsächlich auch beendet haben. Also kurzerhand, was wir da schon in dieser ersten Slide mitnehmen können, die meisten unserer Besucher sind einfach kotzfaule Stricke, die sich zwar wahrscheinlich bis zur Frage 3 durchgekämpft haben, dann nicht nach ihren OnlyFans Umgängen gefragt wurden, dann gesagt haben, okay, das mache ich nicht fertig. Ne? Also das sagt im Grunde diese erste Slide. Also es waren knapp ein bisschen mehr als die Hälfte, 2 Drittel haben diese Umfrage angefangen und auch beendet. Punkt. Ja,
Kann man nochmal sehen, wer wie lange gebraucht hat. Ich glaube, das sind so ein paar Statistiken, da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Das sind ja, das ist ein Interessanter bisschen ist, glaube Truppenzeug. ich, so ein bisschen was zur Demografie hier, ne? Das ist auch eher nochmal so, um den Leuten zu zeigen, ich habe mir fairerweise die Umfrage nur kurz in Auszügen nochmal angeschaut. Also das, was ihr hier seht, ist absolut ungefiltert. Und genau die Demografie, da habe ich, glaube ich, vorhin kurz mal reingeschaut. Also wir bewegen uns wirklich so zwischen 30 und 49, kann man sagen, ist der Main Part der Menschen, die sich für uns interessieren. Und die wir auch dann tunlichst auch bespaßen sollten. Also was mich halt da, ich glaube, das war bei der letzten Umfrage von vor 5 Jahren, da waren noch ein paar mehr jüngere Menschen. Ob man da jetzt schon von einer Überalterung der Szene sprechen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird aber notwendig, ja, Jugendarbeit zu betreiben und tatsächlich auch jüngere Menschen mehr für diese Musik und vielleicht auch für unsere Seiten zu begeistern. Also da kann ich auch nur jedem ja, ans Herz legen, hey, kümmert euch um die jungen Leute, sonst werden wir bald alleine den Scheißdreck machen. Problem ist halt, dass wir keinen Underground bei TikTok haben. Ne? Vielleicht Ja, müssen wir da vielleicht. einfach mal TikTok-Reels und Anna, genau, du musst halt vielleicht einfach mal ein bisschen tanzen oder ich weiß es nicht, was man auf TikTok so macht. Ich kenne Okay, mich da nicht cool. aus. Ja. Genau, Ja, was. aber vielleicht sind auch, also, ne, weil wir ja gerade diese Alterseinteilung oder diese Einteilung der Altersstruktur haben, eventuell sind die Leute auch einfach mit uns älter geworden und sind dann jetzt in die nächste Alterskategorie reingerutscht. Das könnte natürlich auch sein. Würde für die bald 20 Jahre Undergrounded tatsächlich aussprechen. Genau. Also ich habe ja Boah, auch was unter 30 gestartet hier. so, Deswegen. so. Und ich erst. Ach du, genau. als wenn du jemals unter 30 Jahre alt gewesen wärst. Ich kann mir Ja, das gar nicht vorstellen. ich bin schon so renitent und alt, bin ich schon auf die Welt gekommen. Genau. Ja. So, Frage 2 führt uns auch direkt zu der nächsten Herausforderung. Also wir haben fast genauso viele weibliche Menschen oder Fans wie Trans und andere Personen, die sich für uns interessieren. Und einfach das Gros unserer Fans, unserer Zuhörer ist einfach männlich. Was natürlich auch wieder Implikationen auf, wie sprechen wir Menschen an, rausspielt. Ne, da kann man natürlich jetzt die Frage stellen, hätten wir uns vielleicht auch da mehr um die Damen kümmern müssen oder mehr um andere Menschen. Wobei ich ehrlich gesagt, wenn ich heutzutage auf Konzerte gehe, dann sehe ich aber wirklich viele Frauen. Und das wundert mich, dass da so wenige jetzt mitgemacht haben. Vielleicht ist das jetzt auch so ein, weiß ich nicht, männlich motiviertes Ding bei Umfragen mitzumachen. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde die Realität, das, was ich auf Konzerten sehe, spiegelt oder wird hier nicht gerade wiedergespiegelt. Das ist Da würde so. ich dir gern recht geben. Das Ja. stimmt. Also, ich meine, natürlich ist es immer noch so, dass man auf der Bühne ist immer noch der Prozentsatz, glaube ich, in den extremeren Musikgenres immer noch geringer. Ja? Wobei ich schon bemerkenswert fand, das hatte ich in unserer Analyse des Samhain Festivals in Maastricht hatte ich das gesagt, da fand ich einen extrem hohen Prozentsatz an Musikerinnen auf der Bühne. Aber sonst, ja klar, ne? Ich meine, im Black Metal, da gibt es so ein paar Akteure, die jeder sofort im Kopf hat, aber besonders, ich sag mal, zur Normalität gehört es nicht. Ja. Ich nehme es aber fairerweise auch wahr, dass immer mehr Damen auch auf der Bühne stehen. Und ich glaube, das wird der ganzen Sache echt noch ein bisschen gerechter. Und ich glaube, das wird der ganzen Sache auch noch ein bisschen Auftrieb geben. Also ich habe hohe Hoffnungen, dass wir hier vielleicht, wenn wir in 5 Jahren die nächste Umfrage machen, dass wir hier vielleicht einen kleinen Zuwachs finden. Aber dann können wir die ja wunderbar gegenüberstellen. Genau. Ja. Dann lass uns doch direkt weiterrutschen, sonst Schauen kommen wir wir nicht mal. mehr zu Potte. Schauen wir mal weiter. Vor allen Dingen haben wir natürlich auch gefragt, welche Genres denn so am meisten gehört werden, weil in den letzten Jahren sich ja so ein bisschen auch durch unser Hörverhalten von den Leuten, die bei uns im Team aktiv sind, wo natürlich der Fokus eher auf reinem Black Metal liegt, haben wir natürlich unseren Content auch immer ein bisschen mehr auf Black Metal fokussiert, aber immer mal wieder auch mit Reviews oder in Form von in Artikeln im Bereich unter dem Radar oder natürlich bei Ausreißern auf Festivals auch immer mal andere Genres im Metal-Bereich bedient.
Und deswegen ist es auch kaum verwunderlich, dass Black Metal natürlich an vorderster Stelle steht bei den Genres, die die Leute am meisten interessieren. Was ich trotzdem interessant finde, ist, dass ich hätte sogar gedacht, dass so Sachen, diese klassischere Heavy Metal oder so, dass der sogar noch kleiner ausfallen würde. Ich weiß nicht, was findet ihr das bemerkenswert oder überraschend, wie hier die Also, prozentuale Verteilung sich gestaltet? mich hat es tatsächlich überrascht, dass das Black Metal, also mir war natürlich bewusst, dass Black Metal so prominent da sein würde, aber dass wir so viele Death Metal-Menschen auch haben. Da geht an der Stelle nochmal Gruß raus an unseren lieben Schlammi, der bei uns auch immer fein die Death Metal-Keule hochhält. Du bekommst demnächst auch ein kleines Paket noch von mir, was ich dir aus Estland mitgebracht habe, versprochenerweise. Also da kann man wirklich nur sagen, wir sollten, glaube ich, auch da gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr reinkommen. Ich meine, ursprünglich komme ich aus dem Death Metal. Das waren die Ursprünge Death Metal Victory damals, ne? Aber wie du auch schon gesagt hast, unser Hörverhalten hat sich auch geändert. Ich finde es gerade eben extrem witzig, dass 88,1% hier steht. Das gibt wieder wütende E-Mails. Genau. Anna. Also ich hätte ehrlicherweise erwartet, dass der Anteil von Thrash und Death Metal genau umgekehrt ist. Das Ich meine, merkt man klar, ja, ne? Dass das ich mein, Thrash Metal klar, groß wir ist. sind aus Death Metal Victory sind wir quasi entstanden, aber in den Anfangstagen von Undergrounded war ja hier Thrash Metal ziemlich prominent und deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass hier mehr ja, Thrash Metal-Hörer noch mit dabei sind. Deswegen hätte ich einfach die Verteilung andersherum erwartet, aber ja. Kommt natürlich im Grunde dürfte. Death Metal ist halt mehr und enger auch am Black Metal vielleicht dran. Auch vor allen Dingen bei Veranstaltungen, ne? Weil du Genau, hast ja richtig. sehr oft Black und Death irgendwie in Kombi auf dem Partisan zum Beispiel. Ja, das spielt auch Thrash, aber das ist jetzt nicht so das klassische Genau, Thrash-Ding, ja. ne? So zum Beispiel. Und natürlich dürfen wir den Bias nicht vergessen, den wir hier haben, weil wir natürlich ein Magazin, das mit dem Fokus auf Black Metal Events über Black Metal berichtet, hat natürlich nicht jetzt unbedingt die ganze Thrasher-Fraktion als Leserschaft, ne? Das muss man auch sagen. Ich denke mal, würden wir da jetzt auch mehr Events in dem Bereich besuchen und darüber berichten, dann würde sich das auch vielleicht ein bisschen anders verhalten, natürlich. Würde sich lohnen, da wahrscheinlich mal wieder ein bisschen mehr reinzugucken. Genau. Next. Next. Muss ja klicken. So, wie wird denn überhaupt Musik konsumiert? Das ist ja auch eine interessante Frage. Und zwar online. Und zwar online, ganz genau. Analog, die Frage kommt noch. Geht erstmal nur darum, wenn man tatsächlich, ich sag mal, neue Musik kennenlernt, wie, auf welchen Plattformen wird das gemacht? Und oh Wunder, YouTube, Bandcamp und Spotify spielen da die größte Rolle. Das ist jetzt auch nicht so überraschend, finde ich. Also fairerweise hättest du mich jetzt vorher gefragt, ohne die Zahlen zu kennen, hätte ich gesagt, dass dieser Apple Music echt aufgeholt haben. Aber das ist wirklich marginal. Also man sieht hier wirklich die drei Top-Plattformen ganz weit vorne. Und der Rest ist nur Kropfzeug. Also ich hätte es ein bisschen noch anders verteilt erwartet, aber auch spannend. Also dann kann man den Bands wirklich nur raten, hey, konzentriert euch auf diese drei Hauptkanäle und der Rest ist, kann man mitnehmen, aber spielt aktuell noch keine große Rolle, zumindest in unserer Musik. So kann man das, glaube ich, lesen. Mich würde Ja. noch interessieren, was andere bedeutet. Vielleicht noch Online-Radiosendungen. Das kommt ja dann später auch noch mal. Aber ja, würde Ich mich glaube, interessieren. viele Leute haben dann später auch bei den zusätzlichen Sachen gesagt, ja, dass sie halt dann von den weiteren Fragen überrumpelt wurden und dass viele Fragen halt auch nicht ganz so klar waren. Also ich glaube, diese 8% sind dann wahrscheinlich noch nischigere Sachen oder jemand hat halt nicht noch erwartet, ne, ich höre nur analog oder so. Das ist halt die Frage, später kommen würde, Ja, okay. hätte man wahrscheinlich noch weiter scrollen müssen. Ist Also auch es möglich, gab, ja. weil wir keine Fachprofis sind im Statistiken erstellen, hätte man wahrscheinlich das auch noch als Feedback nehmen können, dass wir die nächste Umfrage halt ein bisschen noch genauer machen. Ja, ich finde, Next. wir können mal kurz, wo du gerade Radio angesprochen hast, ich meine, mit Sicherheit gibt es da auch Sachen, die mir komplett entgangen sind, aber ich kenne jetzt im Radiobereich, was Metal angeht, eigentlich auch nur hier ganz klassisch Radio Bob oder Radio Rock Antenne oder was es da so gibt. Und selbst die habe ich jetzt zum Beispiel nie an.
Ich kenne das immer mal wieder so von Freunden oder manchmal im Auto, wenn ich mal bei anderen Leuten mitfahre, weil normalerweise höre ich Musik dann im Auto, immer vom Handy. Aber ich weiß nicht, ist Radio so ein Ding, um Sachen kennenzulernen, oder ist das mehr so ein, ich lasse mich berieseln mit irgendwelchen Charts in Anführungszeichen im Naja, um Metal-Bereich? Sachen kennenzulernen, danach wird ja hier erst in erster Linie nicht gefragt. Aber ja, Radiosendungen sind irgendwie, habe ich so das Gefühl, im Kommen. Ich habe im Rahmen von meiner Arbeit irgendwie ja, jemanden kennengelernt, die macht über das Radio oder das Hochschulradio Bochum, hat die eine Ah, okay. Heavy- und Metal- Radiosendung. Und ja. Es gibt ja auch klassisch Metal Only zum Beispiel noch, ja, was auch ein Magazin ist, wo halt auch einzelne Radiomoderatoren, sage ich mal, das Online-Radio bespaßen, wo auch den ganzen Tag Musik kommt oder so. Aber fairerweise höre ich das auch nicht, weil ich bin einfach zu speziell. Und das ist ja genau das, du willst, du kriegst im Radio ja nur Sachen vorgesetzt, wo du praktisch 90% gar nicht hören magst oder so. Ich glaube, keine Ahnung, ob das in unserem nischigen Bereich so ein großes Thema ist. Mir würde jetzt außer Metal Only kaum noch was einfallen. Dass es die natürlich gibt, keine Frage. Ja, mit Auch Sicherheit kann man jetzt kleinere. auch einfach Black Metal Radio, Online Radio googeln und dann würde man da auch was finden. Und vielleicht würden sogar jetzt Menschen den Kopf schütteln, dass wir bestimmte Sendungen nicht kennen oder so. Aber im Online-Bereich verschwimmt ja auch ohnehin Radio, Podcast und so alles ein bisschen miteinander. 24/7 Black Metal Streams auf YouTube. Ja. Fertig. Da kriegst du dann auch immer einen Mix generisch. Also ja, deswegen wird das hier wahrscheinlich auch keine Rolle spielen. Oder Ja. ist der andere vielleicht, aber ja. Ja. Ich muss sagen, Spotify habe ich länger gebraucht als andere, um mir da auch einen Account zu machen. Und zwar in erster Linie, weil nun natürlich ab und an, also keine Ahnung, so auf Partys hört man ja schon mal anderen Kram oder dass man trotzdem mal irgendwie zwischendurch mal irgendwas mal hören will, was du jetzt nicht gerade als MP3 auf dem Handy hast. Und beim Autofahren ist halt YouTube jetzt auch nicht unbedingt so praktisch. Dann finde ich halt Spotify eigentlich auch ganz gut. Und auch da gibt es ja einen sehr, sehr coolen Algorithmus, um neue Sachen kennenzulernen. Bei YouTube gibt es halt immer noch mehr als bei Spotify. Also gerade in diesem nischigen Black Metal. Ich wundere mich manchmal, was du bei Spotify findest und dann wiederum aber auch, was du da nicht findest. Dass man teilweise auch nur eine halbe Diskografie von einer Band hat oder so, ist zum Beispiel auch nicht besonders attraktiv wiederum für das Ganze. Natürlich, wer jetzt wirklich nur irgendwelchen Mainstream-Kram hört und so, ne, für den ist Spotify vielleicht noch mal eher ein Ding, als wenn man so nischigere Dinge wie Black Metal gerne hört. Aber auch da Bandcamp for ist wirklich life. ein cooler Pool, um Sachen zu entdecken. Nee, Also also ja, Anna. um ehrlich zu sein, ich habe irgendwie nirgendwo einen Account, weil ich, also Spotify geht für mich einfach nicht. Und alles andere finde ich, ja, also Bandcamp wäre noch das eheste, wo ich mich anmelden würde. War ich auch mal ganz kurz. Ich fand es aber so mega kompliziert. Aber wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der es da kompliziert findet, aber ich bin damit nicht zurechtgekommen. Dann habe ich mir das Ding wieder direkt vom Handy geschmissen und ja, also ich bin wirklich da, also wenn ich übers Handy Musik höre, dann lade ich mir die Files einfach drauf. Also ich benutze hauptsächlich Bandcamp, einfach weil die App ist relativ cool und also bei mir ist der Hauptgrund, da kann ich halt am besten die Bands unterstützen. Klar, das wurde jetzt auch wieder verkauft an irgendein größeres Konsortium. Muss man mal gucken, wie sich Bandcamp in den nächsten Jahren entwickeln wird, aber aktuell ist es noch mein absolut To-Go-To und Spotify ist einfach dieser Typ, dieser Hund, der das da veranstaltet, der ist mir einfach so unsympathisch und so ein Drecksack. Da möchte ich keinen einzigen Cent reingeben. Aber ihr seht, also again, für die Bands Spotify, Bandcamp, YouTube, die Kanäle sollten wir bespielen, der Rest ist Kropfzeug. Ist Next, richtig. wir haben keine Zeit, Ja, Leute. ist in Ordnung. Ich wollte nur sagen, dass du bei Spotify halt wirklich, also Auf, die muss Leute sagen, schalten ich schon wieder hätte weg. da gewisse Dinge nicht entdeckt, wenn nicht Ja, Spotify Eggy, die Leute wäre. schalten schon wieder weg. Wir können uns das nächste Mal dann über uns unterhalten, Ist wo okay. wir neue Auf Musik jeden finden. Fall ist Bandcamp, glaube ich, immer noch der beste Ort, um irgendwie auch So. Bands zu supporten, weil die ja auch zwischendurch Merch und Shops und so haben, Next. ne? Sehr Next. gut.
Dann reden wir mal über offline, über analoges Hörverhalten. Genau, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil CD doch noch ziemlich prominent ist. Also in den ganzen Streaming-Wirren und in den ganzen ja, Online-Angeboten und allem und dem Wiedererstarken der Vinyl hätte ich nicht erwartet, dass CD noch so weit vorne ist. Ich glaube tatsächlich, dass die CD wieder so weit vorne ist, weil Vinyl in den letzten 1,5 Jahren doch sehr viel kostenintensiver geworden ist. Könnte eine Erklärung sein, ja. Ja, stimmt. Klar, es kommt wieder dazu. Wir haben ja auch schon mal in einem früheren Podcast darüber gesprochen, dass Vinyl und CD-Hören ja immer auch wirklich damit verknüpft ist, dass man ein Album in seiner Gänze hört. Oft macht man das ja gar nicht. Im Black Metal ist schon eher, ne? Also gerade so bei Sachen abseits davon, dann hört man, keine Ahnung, wenn man sich wirklich bei diesen ganzen Streaming-Diensten irgendwelche Playlists erstellt oder so, dann hörst du halt nur immer Bruchteile von einem Album oder so. Bei Vinyl und CD ist es ja so, dass man dann auch wirklich mal bei Kassetten natürlich auch, dass man das ganze Album hört. Und das finde ich immer. Ja, also es ist immer irgendwie gerade in so atmosphärischen, konzeptionell angelegten Alben immer besser. Und da ist Vinyl und CD eigentlich das Go-To-Ding, auch wenn ich sagen muss, dass ich CDs auch in letzter Zeit, obwohl ich ganz viele noch besitze, eher selten einwerfe. Ne? Mein Auto hat zum Beispiel gar keinen CD-Spieler mehr. Also ich könnte gerade aktuell, glaube ich, auch die Fernseher haben nichts mehr. Ich glaube, ich könnte gerade aktuell gar keine CD abspielen. Also du hast Tatsächlich. auch keinen klassischen CD-Player mehr oder Nö. so. Okay. Also tatsächlich bin ich eher CD-Hörer, weil ich mich dann einfach, weiß ich nicht, entweder hier in den Sessel reinfläze oder auf die Couch und dann habe ich keine Lust, zwischendurch nochmal aufzustehen und höre dann das komplette Album einfach durch. Aber ja, Vinyl höre ich auch mal zwischendurch sehr gerne. Ja. Ich meine, es ist ja auch immer irgendwie ein bisschen damit verbunden, dass man sich Zeit nehmen muss, wenn du analoge Medien hörst. Das machst du seltener jetzt so im Hintergrund an oder so, finde ich. Also zumindest, wenn ich jetzt arbeite oder so, wenn ich hier am PC hocke oder was, dann höre ich eigentlich über Kopfhörer, ne? Weil auch mein ganzes Soundsystem ist in meinem Wohnzimmer und nicht in da, wo ich arbeite. Insofern ist das für mich eher so ein Chill-Out-Ding, wenn ich dann wirklich im Wohnzimmer bin. Wenn Besuch da ist, wird auch schon mal eine Platte aufgelegt, aber ja, ist nicht so das, jetzt muss ich die ganze Zeit mit so englischen Begriffen um mich hauen, nicht so das Convenience-Ding, was ich so im Hintergrund laufen lasse, sondern dann wirklich eher bewusst, wenn ich mich im Wohnzimmer befinde. Weiß ich nicht. Also hier mögen andere Alter. auch anders halten. Ja, Fazit hier von dem Slide, liebe Bands, CD ist nicht tot, Vinyl ist gerade aktuell zu teuer, aber es ist nachgefragt, Kassette geht so, genau. Aber trotzdem cool, dass Kassette auch bei fast 40% liegt. Also ich Ja, meine. es ist günstig. Es ist günstig, es hat auch noch so ein, es ist so ein Zwischending zwischen CD und Vinyl. Ich glaube, das ist einfach auch, hat einen großen Nostalgiefaktor. Und Ja. du kannst das Ding noch ein bisschen besser mitnehmen wie ein CD-Spieler damals mit 30 Sekunden Schockabsorber. Ne? Wer es damals noch und damals kennt, wer so alt ist. Next. Fun Fact: Bei Kassetten ist es so, dass du ja in erster Linie in diesen Subgenres wieder ein bisschen mehr das Tape so hast, ne? Aber ich habe irgendwie neulich zu jemandem gesagt, ich bezweifle, dass du jetzt, keine Ahnung, Taylor Swift auf Kassette kaufen kannst. Aber auch das gibt es und teilweise in Bootlegs super teuer. Ganz merkwürdig. Ja. Egal. Gut. Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wann und in welchem Kontext man Musik hört. Und da haben wir natürlich auch die Frage gehabt, wann man denn am meisten überhaupt Metal-Musik konsumiert und für welche Bereiche das sich am ehesten eignet auch, ne? Und die meisten haben hier dann eben auch geantwortet, immer beim Unterwegs, ne, wenn man unterwegs ist, keine Ahnung. Also im Auto, auf den Ohren, wenn man im Zug sitzt, beim Pendeln, wie auch immer, das gilt auch für mich, muss ich dazu sagen. Wie Ja, sieht es bei euch aus? commuten,
Also klar, wenn man halt unterwegs ist, ich höre es auch viel beim Sport einfach, aber eigentlich, also es läuft immer irgendwas irgendwie mit. Auch teilweise während irgendwelchen konzentrierten Arbeiten oder so. Also es läuft eigentlich immer irgendwie mit. Und ich könnte mich da gar nicht so arg, ne? Also, dass ich jetzt gerade kein Metal höre, ist eine absolute Ausnahme, ne, weil wir gerade eben den Podcast aufnehmen. Ne, aber tatsächlich, also hauptsächlich klar, einkaufen gehen, rumlaufen, rennen, joggen, Sport machen, da läuft die Mucke am meisten. Ja, es gibt auch selten Phasen, in denen bei mir keine Musik läuft irgendwie, weil ich aber auch bisher noch nicht das Gefühl hatte, dass ich das jetzt brauche, so Stille um mich herum. Aber ich weiß, dass das auch andere Menschen ganz anders sehen. Ja. Überrascht euch hier irgendwas von? Also beim Entspannen ist doch ein bisschen hoch, aber andererseits, dass wenn ich unterwegs bin, das hatte ich erwartet, dass da am meisten Ja. Stimmen sind, Ich oder? glaube halt, das bewusste Hören, das ist bei uns in der Szene, glaube ich, auch schon. Weißt du, mal bewusst eine Vinyl auflegen, bewusst eine Kassette, sich mal zurückziehen, eine CD hören oder so. Ich glaube schon, dass das bei uns auch viel so ist. Also, ich habe das Gefühl, in den eher mainstreamigeren Geschichten, da dudelt es halt dann auch schon parallel immer mit, ne? Oder so als Hintergrund. Und wenn du dich mit Leuten dann unterhältst, die sagen dann halt, ja, ich höre eigentlich gar keine bewusste Musik, da läuft halt Radio und ich bin glücklich oder damit ich halt nicht ganz allein bin oder so. Aber ich glaube schon, dass in unserer Szene tatsächlich noch ein bisschen auch das bewusste Hören trotzdem, also auch wenn man sich irgendwo hinbewegt, bewusst ein Album auswählen und das Hören ist, glaube ich, bei uns schon Ja. eher der Faktor. Das stimmt. Natürlich kommt es noch on top dazu, dass man gerade unterwegs eher Streaming nutzt und so, ne? Das ist natürlich auch, diese Fragen sind natürlich miteinander verlinkt irgendwie, ne? So, weil unterwegs ist es halt nicht so easy, mal eben analog Musik zu hören, ne? Wer jetzt nicht gerade noch einen Discman hat, ne, da ist es halt schwierig, unterwegs analog zu hören, ist ja klar, ne? Naja, gut. Wir hatten auch die Frage gestellt, wo denn eigentlich, wenn auf YouTube Musik konsumiert wird, wo denn da am ehesten draufgeklickt wird, bei welchen Channels. Ja, und Genau, das, klar, also jetzt keine kommen die. Frage, was da am ehesten ge genannt wurde. Bitte. Ja, Jetzt kommen halt die. Surprise. Huh? Surprise. Surprise, Surprise, surprise. surprise. Also, jetzt Ja. kommen halt die qualitativen Fragen. Also da kann man vielleicht einfach mal, du kannst schon ein bisschen durchscrollen und wenn einem was ins Auge fällt. Also ich glaube, am meisten wurde tatsächlich Black Metal Promotion genannt. Surprise, surprise. Ich glaube, es war tatsächlich auch so Einzelkanäle wie Hartschnack wurde weiter unten relativ häufig genannt. Kannst du mal runterscrollen. Also es gibt Black Metal Promotion, Death Metal Promotion, die, was ja auch viele gar nicht wissen, dass es auch Death Metal Promotion gibt. Und natürlich dann eben ein paar YouTuber im Black Metal oder im generell im Metal-Bereich. Da wäre zu nennen der Gore-Minister, der Krachmucker. Wir haben Mache natürlich offiziell gar nicht Hartschnack, richtig. die Podcasts, ne? Genau, und natürlich auch einige Labels sind genannt worden, ne? Also ist ja klar, dass gerade die größeren Labels in Sachen Black Metal ja auch immer wieder Musikvideos raushauen, aber eben nicht nur Musikvideos, sondern auch irgendwelche Visualizer, irgendwelche Promo-Tracks, sodass man eben wirklich auch Full-Streams dann online bekommt. Da ist YouTube eigentlich wirklich ein Segen, mal abgesehen davon, dass man natürlich zwischendurch mal Werbung abbekommt, wenn man nicht gerade YouTube Premium nutzt. Oder einen guten Werbeblock hat. Ja, genau. Genau, So, einfach was mal ist weiter denn da so genannt runterscrollen. worden? Ja, kann man so mal ein bisschen durchgehen. Tod gehört ist genannt worden. Die Jungs vom Partisan, die ja auch immer mal wieder ihre Talks online stellen. Liebe Grüße Grüße. gehen raus. Was haben wir denn hier noch? Sticht euch dann noch was ins Folter Auge? Records. Ja klar, Folter Records, die Musikvideos, alles was Prophecy raushaut, wird hier genannt. Flexibel wie eine erfahrene Hafennutte steht auch hier. Ne? Ja. Ja. Noch weiter runter. Ein paar Leute haben auch gesagt, habe keinen. Hab Ja, keinen. also es Einfach mal gibt wohl gucken. Leute, die, ne? Oder halt vom Algorithmus vorgeschlagen. Also hier würde ich vielleicht noch nacharbeiten und mal noch mal eine kleine Statistik so mit den Hauptnennpunkten noch mal rausbringen. Ich lese ja auch öfter was, was ich selber gar nicht kenne. Ein Hörsturzverein. Muss ich mal reinschauen. Das wurde jetzt auch Pavan, ja, ist auch mal Doc gemacht. Rock, klar. Wild Thing wird auch genannt, ja.
Auch hier Grüße gehen raus. Der wahre Lukas, was auch immer das sein soll, der wahre Jakob. Nee. Gehen wir weiter. Ja. Kenne keine Ahnung. Fahrwan habe ich jetzt auch zwei, dreimal gelesen. Ja, Rauter haben wir hier mit dabei. Dass der nicht so oft genannt wurde, wundert mich eigentlich. Wundert mich, weil der ist eigentlich gerade im Skandinavischen, abonniert. Ist der gerade echt, wird oft genannt. Auch im Baltikum ist der immer wieder Thema. Ich glaube, der hatte mal so einen kleinen Peak, aber die Kritik, die wurde ja dann doch relativ laut. Ja. Es ist mit einem Grain of Salt zu nehmen, glaube ich. Van Records freut mich auch. Ne? Die bekommen demnächst auch ein kleines Video von uns. Kleine Eigenwerbung Ars Goatia, die wir ja auch auf dem House of Winter gefilmt haben. Genau, da wird jetzt auch noch was erscheinen dort. Genau. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei der nächsten, oder? Jetzt sind wir schon bei der Festivalfrage. Das kommt dann als nächstes, genau. Also hier kann sich jeder mal reinschauen, was so, ob man da noch ein paar Tipps für sich selber abstauben kann. Wie gesagt, viele Labels werden genannt. Das finde ich auch gut. Es gibt, wo ich auch immer sehr gerne drauf schaue, gerade wenn es so im Bereich Doom sein soll. Da haben wir diesen Channel 666 Doom. Ne? Der ist auch nochmal sehr empfehlenswert, wenn wir mal nicht nur bei Black Metal sein wollen. Was ich noch empfehlen kann, Felopunk. Das ist ein Channel, der eigentlich mehr Punkmusik hat, aber die bringen auch regelmäßig wirklich so ein bisschen blackend angehauchten Punk, was mir persönlich extrem gut gefällt, so mit Forgotten Tomb und Disco Ritual. Da waren auch zwei, drei echte Überraschungen dabei. Aber der läuft so ein bisschen unterm Radar, weil er halt in einem anderen Subgenre der Musik, der heftigen Musik unterwegs ist. Aber die bringen in letzter Zeit echt viel Blacken Punk, Blacken Roll. Also da kann man echt mal auch mal reingucken. Ja. Und das ist jetzt schon die Frage nach den Festivals. 480p reicht mir völlig, dankeschön. Ja. Okay. Was sind die Top-Festivals? Ich glaube, das ist so das nächste große Thema gewesen. Wo geht man regelmäßig hin? Was ist so ein fester Jahrestermin? Sondern wir haben ja ganz offen gefragt, was sind deine Top 5? Und also auch schön zu sehen, was da so genannt wird. Du hast es jetzt hier, glaube ich, alles alphabetisch. Ne? Wir haben, was haben wir denn da so? Ja. Also alphabetisch ist es eigentlich nicht, sondern halt einfach nur der erste Buchstabe von dem ersten. Ja, okay. Also bin kein Festivalfreund, oder besuche keinen, ist halt bei B. Ja, okay. Also ich glaube, hier müssen wir auch wieder eine kleine Pie-Chart nachliefern. Damit man da nochmal was bekommt, weil also ihr seht hier, also die verdächtigen Boarstream, Brutal Assault, Barter Metal Open Air, Bang Your Head, was es ja nicht mehr gibt. Blackhole Fest wird hier genannt, sehr schön. Blackhole Fest Germania und die Schweizer Version. Under the Black Sun, Winter Melody, Hole in the Sun. Brutal Assault, auch interessant, ja. Burning Q. Das ist immer sehr, sehr gemixt, das Burning Q, ne? Mhm. Da ist auch immer alle Subgenres, sag ich mal, vertreten. Und ist auch immer eine ganz kleine, aber feine, familiäre Sache. Da erzählen mir Freunde immer ganz viel von. Zappen Dusch, House of Winter, Metal Days. Klick mal weiter. Ja. Ja, eigentlich dürften es keine Überraschungen sein mit den Festivals. Stich da etwas heraus, wo ihr sagt, es ist super überraschend, dass das genannt wurde. Irgendwas, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Also zum Beispiel das War Against War, das ist ja das Festival von Kanonenfieber, ne, von den Leuten da mit organisiert, lese ich hier einmal. Wolfszeit überrascht mich total. Schirm, ne? Das macht ja eigentlich gar kein Metal, ähnlich wie Graspop. Ja, Graspop, gut, klar, ne? Das ist auch ein Event, wo die große Bands haben, aber dann können wir natürlich auch, keine Ahnung, dann könntest du jetzt hier auch, du könntest ja jetzt alle großen Festivals nennen, weil die irgendwann schon mal irgendwen hatten, der auch irgendwie im Untergrund ich dachte, so bekannter funktioniert ist. das. Bitte? Ich dachte, so funktioniert das. Ja. Ja. Also, Partisan ist kein Wunder, dass das oft genannt wird. In Flammen ist kein Wunder, dass das ganz oft genannt wird. Dark Easter Metal Meeting. Summer Breeze haben wir tatsächlich auch ein paar Mal.
Ja. Under the Black Sun auch relativ häufig. Also ich glaube, es gibt hier wenig, wo nicht auch auf unserem Kalender 2024 und 2023 genannt worden wäre. Also ich glaube, da sind wir, ja. Ich sehe zum Glück das Wacken sehr, sehr wenig. Aber ich Ein, glaube, zwei, das ist auch dreimal. nicht so verwunderlich. Ja. Irgendwelche Trolls. Wacken und Summer Breeze in Kombination. Das ist natürlich auch hart, aber gut. Ja. Wer auch immer das geschrieben hat, bitte konsumieren nicht mehr unser Magazin. Danke. Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch schön, so ganz kleine Sachen zu sehen, die ja jetzt nicht so häufig aus Deutschland heraus angesteuert werden, wie das Kill Kim Saibu, aber ja. Was aber gemacht, ja, waren alle nackt. Okay, Genau. war ich noch auf keinem, steht hier auch. Kein Festival. Also kein Festival finde ich bemerkenswert, aber ich würde da jetzt auch niemanden irgendwie an den Pranger stellen, weil ich glaube, ganz Vielleicht viele waren waren das ja so schon mit 15 oder so das erste Mal zu einem Festival. Wie alt vielleicht wart ihr bei die eurem Leute ersten in der Festival? älteren Zielgruppe, die einfach sagen, sie haben jetzt alles gesehen, brauchen es Ja. jetzt nicht mehr. Wie alt wart ihr bei eurem ersten Festival? 18, glaube ich. Ziemlich, ziemlich exakt. Also mein erster Festivalbesuch, der war unfreiwillig mit 6. Okay. Mal eben kurz, nee, gar nicht. Oder ein bisschen früher sogar noch. Nee, ich glaube, ich war 6. Mal eben schnell zum, na, wie heißt es, das Ding mit hier dieser Hand und dann diese Raute da drum, hier in Eindhoven. Hashtag. Ja. Boah, was ist denn da in Eindhoven noch? Fällt dir gleich ein. Ja, egal. Ja, bei mir war es auch Aber mit 19 ja, das erste da bin Mal auf ich dem mal Wacken. eben schnell mit, ja. Das ist eine Story für wann anders. Aber das Okay. erste Festival ganz bewusst, ich glaube, da war ich 16. Ich glaube, 16. Das ist das Erste, wo ich wirklich auch mit einem Zelt unterwegs war. Das war dann mit 19 sogar erst. Direkt nach meinem Abi. Naja. Okay. Gut. Ja, Next. gut. Also, ich sag mal, wer uns verfolgt, wer unseren Kalender am Start hat, wer weiß, auf welche Events wir so im Jahr immer darauf hinweisen, der wird auch nicht verwundert sein, dass da auch natürlich die Szene und der Metal, der gerade im Black Metal Underground, da auch die Leute das alle auf dem Schirm haben und dann auch das Event lieben. Ich finde sehr schön, dass ein paar Mal auch Hole in the Sun auftaucht, was ja 2023 oder was jetzt 2024 ja nicht nochmal stattfinden wird, aber dafür ist ja schon angekündigt worden, dass 2025 eine zweite Ausgabe am Start gehen wird und dass das jetzt auch schon sich so ein bisschen etabliert hat bei den Leuten, das finde ich sehr schön. Gut, nächste Frage. Was sind die Top 5 Webzines, um sich zu informieren über die Szene? Ja, da verstehe ich Hopcoins schon die gibt es Frage nicht. nicht. Hab kein bestimmtes. Ja, ist okay. Ganz viele Gut, Anfragen. da war viel, viel, viel schwammige Antworten, aber es sind trotzdem ein paar coole Links und ein paar coole Tipps auch noch dabei, auch Sachen, die ich bisher nicht kenne und nicht auf dem Schirm gehabt habe. Jemand schreibt viermal undergrounded.de, Dankeschön. Meine Lieblingsantwort ist ja, ich hasse Webzines, aber vielen Dank, dass du trotzdem die Umfrage gemacht hast. Konsumiere, Das glaube ich, stimmt. hauptsächlich nur euch. Vielleicht sind fünf etwas viel. Ja, natürlich. Also mehr, es braucht ja nur uns. Ne? Also Ja, grundsätzlich. ich glaube, das ist schon wichtig. Nein, aber es ist ja auch trotzdem auch mal bemerkenswert zu sehen, dass gar nicht so viel auch gelesen wird, weil ich meine, natürlich viele Leute haben diverse Labels und diverse Veranstalter, diverse Booking-Agenturen irgendwie bei Facebook, bei Instagram und so weiter abonniert und kriegen da so ihre Infos her und dann vielleicht natürlich ein bisschen Mundpropaganda in Form von WhatsApp und Telegram-Gruppen und wie auch immer, aber ja, darüber hinaus so dieses mit der Nase auf irgendwelche Kleinst-Events stoßen, finde ich, da machen Webzines immer noch eine ganz wichtige Arbeit, oder? Ich meine jetzt nicht,
großartig das Festival-Line-up. Also um jetzt zu sehen, was auf dem Partisan auftritt, ist natürlich schön, wenn Leute da auf unsere Artikel klicken und auf unsere Newsbeiträge klicken. Aber das kriegen die auch ohne uns hin bei größeren Festivals, ne? Aber bei kleineren Events finde ich es immer bemerkenswert, wie dann doch Leute sagen, ey, ohne euch hätte ich da gar nicht drauf, ja, hätte ich das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt oder hätte ich die Band verpasst oder sowas, ne? Habe ich zumindest schon mal als Rückmeldung gehört. Jetzt natürlich nicht nur exklusiv von unserer Seite, sondern generell von kleineren Webscenes, die irgendwie ein Was ich bisschen was halt, aus der Szene für die Szene tun. ja. Was ich halt auch spannend finde, ist, dass tatsächlich die großen Print-Scenes, wo wir später auch noch dazu kommen, die ihre Online-Sparte gar nicht so arg betreiben. Tatsächlich. Also wir haben teilweise fast so viele Likes wie die großen etablierten Scenes, was mich total verwundert, weil entweder wollen die halt an Print festhalten, was aus meiner Sicht ein großer Fehler ist, weil das halt immer mehr abnehmen wird, auch wegen den Ressourcen, die fressen und so. Aber da fand ich es dann halt auch schon spannend, dass. Das Ding ist einfach, dass du über das Webzine nicht so gut und nicht so viele Werbepartner bekommst. Also Anzeigenkunden kriegst du da nicht so viele. Und die kriegst du natürlich in dem Prinzip in der Masse eher unter. Ja. Das Ganze Alles, was natürlich in Glasaugen so dort diskriminiert, steht hier auch. Ne? einem. Metal 1, Underground, jetzt sagt mir jetzt gar nichts. Was die so machen, keine Ahnung. Underground ist nur Sebastian hat Underground. mir Ja. gesagt, dass ich hier Undergrounded schreiben soll, schreibt jemand. Undergrounded oder wie die heißen, ansonsten Piepegal. Rob's Ja. Metal Moments habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht gehört. Schwarze Flamme gibt es ja leider nicht mehr. Zählt der Pestbote, das weiß ich nicht. Ne? Muss ich mal gucken, ob ich die kenne. Sagt mir jetzt gar nichts. Angry Mach Metal doch mal Guy, weiter. ich sehe No Clean Singing, No Clean Singing sehe ich hier. Valhalla ist auch noch hier genannt worden. Ist ja auch, Na, glaube was ich, nicht eigentlich mehr. noch? Online oder als Print. Ich weiß es Ich glaube, als entweder kein Print Print mehr oder. habe ich irgendwann nicht mehr weiter verfolgt. Ich meine, Metal.de wird ja auch genannt. Das ist ja immer noch so ein Go-To-Ding auch. Würde ich jetzt auch nicht verschweigen wollen hier an der Stelle. Machen wir weiter. Stormbringer. Zephyr's Odin auch, ne? Das wurde erstaunlich wenig genannt. Ja, aber das würde ich so ein bisschen auch in die Silence-Ecke schieben. Ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen Bauchladen. Und dadurch, dass wir uns ja relativ früh schon so spezialisiert haben, verwundert es mich jetzt nicht arg, dass unsere Leserschaft das vielleicht nicht so konsumiert. Also, das ist halt ein anderer Markt. Das ist für andere Fans. Ja, das stimmt. Ganz einfach. Ja, von den Webzines kommen wir mal zu Printmagazinen. Was da denn Noch geklickt, ein ja, bisschen weiter hoch gekauft gehen. wird. Ich sehe hier gerade nicht alles irgendwie. Du musst ein bisschen weiter hoch, wenn das geht. Ja, Also bei mir eigentlich ist es gerade. bei mir ist das gerade zentral alles bei dir. Bei dir nicht? Anna, wie ist es bei dir? Ich sehe gerade nur bis Rock Hard. Ach Alles drüber sehe so. ich nicht. Nee, ich sehe alles. Ah, warte mal, okay, vielleicht habe ich dann durch meinen Zoom. Ah ja, okay, ja, stimmt, mein Zoom hat Scheiße gebaut. Okay, war wieder ein Rentnerfehler, Entschuldigung. Ich verzeihe dir. Ja. Legacy, Metal Hammer, Rock Hard. Ich kaufe mir lieber Fans eine kleine Auflage, also da nochmal Hut ab. Ne? Und vor allem halt andere. Also Kommt da ich kenne unten. schon mal gar nicht so viele. Also natürlich, klar, gerade im Printbereich wär's Quatsch auszuklammern, dass es den Pestboten gibt. Aber was Black Metal angeht, es gibt aber auch dieses Haarlicht, ne? Wo die Ja gut, immer aber das sind fast ja in Buchform das keine, rausbringen. Das ist jetzt auch nicht das genau. sind aber keine Print, also nicht in dem Sinne Print-Scenes, das sind ja schon Interviewsammlungen und eigentlich eher Bücher. Stimmt, das ist fast schon eher im Buch, ne? Ich meine, gut, klar ist auch Printmedium, aber trotzdem hast du recht, wir reden ja jetzt eher von so News-Magazinen und genau da sind natürlich die drei großen bereits genannt. Ich muss sagen, ich Wobei. habe mir ab und an mal das Legacy gekauft, aber auch schon ganz lange nicht mehr. Also, das ist schon wirklich lange her, dass ich das letzte Mal Legacy gekauft habe. Ich glaube, was wir hier vielleicht, also das ist mir, kann man mir gern ankreiden. Ich glaube, Death Forever hätte hier noch wirklich noch rein müssen. Ist mir beim Erstellen der Umfrage gar nicht so aufgefallen. Und ich glaube, hier haben wir ganz viel
andere. Da gibt es ja, glaube ich, unten nochmal eine Aufdröselung. Also, was ich halt spannend hier finde, die drei Großen, von denen man glauben würde, es sind die drei Großen, haben vor allem halt bei uns gar keine so eine große Relevanz. Kleine Fanzines, wirklich Liebhaberstücke und andere. Gehen wir weiter runter. Da müsste, glaube ich, war da keine Aufdröselung, was da Aber Fragen nicht, nee. beantwortet wurde? Nee. Okay. Ja, da kann man, glaube ich, nochmal reingucken. Also ich gucke, dass ich da vielleicht auch nochmal was nachliefer, was unter anderem genannt wurde. Genau. Ja, wie erfährst du von neuer Musik? Ich meine, klar, auch da haben wir schon ein bisschen was abgefrühstückt, gerade als wir über so Sachen wie YouTube und den YouTube-Algorithmus, was so vorgeschlagen wird, je nachdem, was man vorher gehört hat und so, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber natürlich gibt es ja noch viele andere Wege, auf denen man von News beziehungsweise generell neuen Bands und neuer Musik erfahren kann. Ja? Also Und spannend, praktisch ganz wenig über Webzines oder über Printmagazine, sondern wirklich hauptsächlich immer noch Events und Tipps von Freunden, also einfach Empfehlungen, ja. ne? Also das finde ich tatsächlich spannend. Ich meine, es hat ja auch immer so einen kleinen Zeit-Hiatus, ne, bevor irgendwie in einem Webzine oder in einem Printmagazin über irgendwas ganz Brandneues berichtet wird. Weil natürlich, wo taucht es zuerst auf? Irgendwer streut seine Musik, irgendeine Band streut ihre Musik auf YouTube, auf Bandcamp, wie auch immer, online und da entdecken halt irgendwelche Szene-Trüffelschweine das irgendwie, ne? Und gerade auch, wenn man auf irgendwelchen Seiten unterwegs ist, die einem Downloads anbieten. Ich werde jetzt mal ab mit Absicht nicht expliziter an der Stelle, da findet man natürlich dann auch immer mal wieder neue Namen als erstes. Es ist so, Punkt. Und deswegen finde ich es interessant, so richtig neu, also eine komplett neue Band über Print zu entdecken, ist, glaube ich, schon, da musst du ja wirklich wenig dich online schlau machen, ne? Und so, bevor man wirklich eine Band komplett neu entdeckt über ein Printmagazin, weil das dauert ja auch immer erstmal ein bisschen, bis die da auftauchen. Und ich sehe Ne? da eigentlich auch genau noch zwei Punkte. Ne? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass die Leute uns auch als Freunde wahrnehmen, ne? Weil wir sind ja Freunde guter Musik und Freunde von allen, dass die Leute sich dann von uns die Tipps geben lassen. Genau. Was war das Zweite? Ja, also dass wir da gar nicht so in diese Webscenes mit reinrutschen. Ja, also ich Und weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe halt auch mehrere Gruppen hier so bei WhatsApp, wo wir dann irgendwie unsere musikalischen Ergüsse immer so teilen. Hier, hört euch das mal an, das ist cool, das ist ein Brecher, kenne ich noch gar nicht, wie auch immer. Das ist, jeden Tag kommt da irgendein Link oder so, ne? Das ist deine persönliche Filterblase. Und das ist halt auch Vermutlich. der Punkt, ne? Weil im Grunde Empfehlungen, auch gerade in solchen Gruppen, ist ja eigentlich nichts anderes als, da gibt es halt drei, vier, fünf Leute, die was finden, die das geil finden und die es dann teilen. Das fungiert auf in einer Zeit, wo auf Bandcamp, also ich weiß nicht, wer das jetzt schon mal angetan hat, mal auf Bandcamp, da kommen sekündlich neue Releases, ne? Und ich glaube, da fungieren eben die Kollegen, Kolleginnen, Freunde, whoever, diese Gruppen fungieren da schon als ein natürlicher Filter. Und genau, ich glaube, das ist auch wertvoll, dann sich das dazu. Aber auch das Filtern nach neuen Releases, auch das passiert, mache ich gelegentlich bei YouTube. Gerade wenn wir unsere Wochen-News da so erstellen, zum Beispiel, mache ich das immer ganz gerne, um da halt die brandneuen Releases irgendwie immer dann auflisten zu können. Das schon. Aber Ich ansonsten kann, ich, ein Tipps. kleiner, ein kleines Ding, was ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt habe: Bandcamp, Filter nach neuen Releases, Filter nach Vinyl. In dem Moment, wo jemand Vinyl produziert, ist er von der Musik so überzeugt und in der Regel hat er so viel Liebe reingepackt und du findest ja ganz, ganz viel Schrott. Einfach auch so Spaßprojekte wie Martin Knight, die Ravenheart oder irgendwas, was da gerade auch gerade ganz viel neu auf den Markt geschissen wird. Warte immer noch auf den Vinyl-Release. Ja, ich auch, ne? Aber also ich habe festgestellt, wenn du nach Vinyl-Releases filterst, nach den neuen, dann hast du schon automatisch zumindest gar nicht mehr so arg viel Scheiße. Weil niemand würde für ein Quatschprojekt Geld in die Hand nehmen, um es auf Vinyl zu pressen, weil er genau weiß, es würde keiner kaufen. Also das ist so ein kleiner Tipp, den ich für mich entdeckt habe. Ob du das auf YouTube machst oder auf Bandcamp, Bandcamp bietet halt diesen Filter.
Genau. Ich finde vielleicht noch ganz bemerkenswert eigentlich, dass dieser Punkt, ich schaue mir neue Bands auf Events an, dann doch so häufig geklickt wurde. Weil so im ersten Moment hab ich das gar nicht so gewundert, aber eigentlich, also ich meine, auf Festivals, ich mache das oft, gerade auf kleineren Events, wo es eh leichter ist, sich auch das Gesamtprogramm anzugucken, dass man auch wirklich einfach mal in alles reinschaut und so, ne, und gespannt ist. Aber dass doch so viele sagen, sie gucken sich Bands bewusst auf Events an, die sie noch nicht kennen. Auf einem Event, wo drei Bands spielen, okay, ja, dass man sich dann die Vorband und den Support mit reinzieht, okay, ist eine Sache. Aber dass man zum Beispiel auf einem Festival bewusst auch zu den Bands geht, die man nicht kennt, ist das Also, damit auch gemeint? das ist der Punkt, an dem ich mich ja am meisten wiederfinde, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Umfrage. Also bei der Frage, nicht bei der Umfrage. Also Also ich ich glaube, meine, das ist bei uns ganz auch. oft, weiß man ja zumindest, in welche Richtung eine Band geht. Ne? Also dann höre ich, okay, ja, die spielen Death Metal. Okay, ja gut, dann kann man ja schon mal entscheiden, ob man sie sich anguckt oder nicht. Aber klar, ne? So dass man gar nicht weiß, was eine Band spielt, das ist ja auch eher selten, oder? Naja, ich lasse mich dann komplett überraschen. Also wenn ich einen Bandnamen nicht kenne, dann gucke ich mir die mal kurz an. Wenn mir das gefällt, dann bleibe ich da stehen und gucke sie mir zu Ende an. Und wenn sie mir nicht gefällt, dann gehe ich wieder. Das Ganze lässt sich auch noch auf die Spitze treiben, wo wir jetzt in Estland waren, auf dem House of Winter Festival. Da waren ganz schön viele Bands dabei, von denen wir noch nie irgendwas gehört hatten. Und dann war mein Vorschlag, lass uns doch mal auf YouTube reinhören, weil wir ja die ganze Woche dort waren und Zeit hatten, auch dort YouTube zu gucken. Und dann war die einhellige Meinung, hey, lass uns keine YouTube-Videos von diesen Bands gucken, lass uns die Bands gucken. Weil der Live-Eindruck durch diese geleckte Produktion in der Regel gespoilt worden wäre. Und Ja. deswegen kann ich das also voll nachempfinden. Und genau. Aber das Nächste ist halt Frage. auch so spannend, dass die halt echt da wieder so Sachen rausgebuddelt haben, die echt, die gerade mal eine Demo raus haben und wahrscheinlich auf keinem großen Event irgendwie großartig aufgetreten Dort. sind, aber beim House of Winter dann, ne? Dort zum Beispiel. Ja. Hammer Experience kann man nur empfehlen. Weiter. Komm, Ja. auf. So, reden wir mal über Komm, heute müssen wir Vinyls. durch. Große Diskussion. Was meinst du? Ja, wir kommen heute nicht mehr mit den Fragen durch, glaube ich. Große Diskussion, weil hier kannst du ja wieder ein Riesenfass aufmachen. Ne? Also das Ja. ist, ja, also Also ich das. glaube, ja, Anna. Ich glaube, wir sind so ein bisschen zeitversetzt, deswegen quatschen wir uns immer. Nee, aber dass hier die meisten bei 15 bis 24 Euro und 25 bis 34 Euro geklickt haben, das überrascht mich wenig, weil das sind halt so die beiden Preisspannen, wo man, glaube ich, ja, am ehesten so die Kotzgrenze jeweils setzt. Und deswegen habe ich damit eigentlich auch schon gerechnet. Ich wundere mich nur, dass da so viele, also im Vergleich, geklickt haben bei mehr als 45 Euro. Das hat mich gewundert. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein war, ja, wenn das Ding ist, dann gebe ich da auf jeden Fall auch mehr als 45 Euro aus, weil Vinyl Worship einfach am Stissel ist. Und dann verstehe ich auch, dass man dann sagt, dass man mehr als 45 Euro ausgibt. Ich glaube, das war auch das Teuerste, was ich für eine Platte bezahlt habe. Nee, ich glaube sogar 49 Euro für eine Doppelvinyl. Ich habe aber, glaube ich, noch nie jetzt irgendwie als Sammler, weil es jetzt irgendwie eine super seltene Auflage ist oder so, keine Ahnung, mehr als 100 Euro würde ich, glaube ich, auch nicht für eine Platte ausgeben. Also das muss ich weiß nicht. Ich bin bisher auch noch nicht in diesem krassen Sammelmodus drin, wie andere Leute. Ja, und wer da total hinterher ist, dann verstehe ich auch, dass man über 50 Euro oder halt noch weitaus mehr für eine Platte ausgeben kann, wenn man für ganz bestimmte Sachen so als Sammler, die dann so ins Auge fallen, die man auf jeden Fall haben möchte. Und es gibt ja auch diese großen Vinylboxen, die teilweise über 100 Euro kosten, ne? Ja, genau. Also wir haben ja auch geschrieben, nur Einzelvinyl. Ich habe mir das noch so überlegt, okay, vielleicht so eine Stimmt. Doppel-Gatefold und was auch immer, kann das vielleicht auch schon drin sein. Aber ich glaube, das sind zwei Takeaways hier wegzunehmen.
Das spiegelt absolut nicht die Realität wider, was Vinyls gerade kosten, weil die sind in der Regel teurer und Ja. da kommt noch Versand dazu, wenn du halt von irgendeinem Label aus Skandinavien bestellst oder so, da bist du dann locker mal bei 15, 20 € allein schon nur für den Versand unterwegs. Also ich glaube, Bands, die sich einen Gefallen tun wollen, machen ihre Vinyls ein bisschen günstiger, setzen dafür mehr ab. Ich meine, wir haben es ja auch auf dem Hole in the Sun gesehen, diese eine Band, die nicht eine einzige von ihren Boxen abgesetzt hat, weil die einfach so horrend teuer waren. Also für eine Band als Takeaway von dem Ding, guckt, dass ihr zwischen diesen 25 und vielleicht 35 € bleibt mit Versand und dann werdet ihr euer Zeug auch absetzen. Ja, richtig. Ja, Aber klar, ne, wir man würde auch können weniger halt. ausgeben, aber ganz ehrlich, das ist halt unrealistisch, irgendwelche Langspielplatten für 15 € zu kaufen. Da sind wir dann ja eher in dem kleinen EP oder 7-Inch-Bereich oder so. Natürlich, klar, als Secondhand habe ich auch schon mal Platten für 10 € gekauft, aber das ist ja alles, ne? Wir waren, Gut. wo wir auf dem Weg waren, nach in die Tschechei, um den Franti Sex Storm zu interviewen. Da waren wir kurz in dem Mediamarkt, weil wir noch ein bisschen Zeit totschlagen mussten, weil wir noch auf einen Kollegen gewartet haben. Da fallen euch, also tut euch mal einen Gefallen, geht mal in den Mediamarkt und geht da mal in die Vinylabteilung, die inzwischen wieder haben. Das Das mache ich regelmäßig Irrsinn. tatsächlich und man kann nur mit dem 40, Kopf 50 schütteln Euro. und kann man vergessen. Also da irgendwie Vinyl zu kaufen, das ist irre. Ja, also da gibt es dann so Melatica, uralt, Reprints für 40, 50 €, wo du dir auch denkst, okay, wer das kauft, der ist selber Wow. schuld. Ja. Wow. Gut. So. Ja, welche Geräte besitzt man denn überhaupt zum Abspielen? Das war auch nochmal eine separate Frage, denn natürlich, wir haben vorhin schon gesagt, was so die analogen Medien sind, mit denen man Musik konsumiert. Aber ja, wir wollten halt trotzdem nochmal so eine Übersicht haben, ne, wer was am ehesten Spiegel da hatte. nochmal so ein bisschen, wie und wo hört man eigentlich die Musik wieder, glaube ich, was mich total gefreut hat. Es gibt noch Leute, die haben noch 8-Track, die kennen das auch noch. Da bin ich ja so ein kleiner Freak, so ein kleiner Fan, aber das ist tatsächlich auch ein vollkommen räudiges Format. Aber das passt eigentlich analog zu dem, wie die Leute auch Musik gehört haben, glaube ich. Also die meisten Rechner und Ja, CD-Spieler. wird mir auch wieder präsenter, wie viele Leute eigentlich Tapes haben. Und ich brauche unbedingt noch ein Tape-Deck, denn ich benutze bereits Tapes. Und sobald man eine Menge von drei oder mehr Tapes besitzt, muss man ein Tape-Deck besitzen, habe ich gehört. So Also besagt musste das ich jetzt ein Tape-Deck kaufen. Endlich mal. Gut. genau. Alles klar. Ja, sortiere nach Wichtigkeit. Was ist wichtiger? Welches Hören ist denn wichtiger? Wir wollten es ja noch mal ein bisschen auch eine kleine Hierarchie haben, welchen Hörkanälen jetzt die Leute am meisten Wichtigkeit beimessen. Und das Musikstreaming online ist da tatsächlich auf Platz 1. Kann ich Gefolgt von nachvollziehen. Vinyl. Ja, knapp. Ja, also alleine schon wegen dem Convenience-Faktor. Also ist bei mir auch. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie lieber machen würde als Platten analog hören, sondern einfach nur, weil es der Alltag nicht anders erlaubt. Ja. Ja. Insofern ist das natürlich auch ein bisschen gebiased. Aber ja, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so verwunderlich, wie das hier ausgefallen ist. Jetzt kommen wir langsam mal so ein bisschen zu Bereichen, die ein bisschen mehr auch Undergrounded betreffen. Was ist den Leuten am wichtigsten unsererseits? Welche Kanäle sind überhaupt angezapft und welche, ja, wo sollten wir ein bisschen Fokus drauflegen? Natürlich, nahezu alles, was wir posten und was auf unserer Homepage passiert, wird auf Facebook geteilt, ein Großteil dessen auch auf Instagram, aber die Leute haben, glaube ich, immer noch in erster Linie. Ja, doch. Wir haben natürlich eine größere Followerschaft bei Facebook. Ja. Und dass Leute halt gezielt auf unsere Homepage gehen, passiert vermutlich auch, aber bei weitem nicht so oft, wie wenn sie jetzt auf Social Media auf Artikel hingewiesen werden, die interessant sind und dann erst auf die Homepage kommen. Und ja, deswegen ist, glaube ich, nicht verwunderlich, dass Facebook an erster Stelle steht. Also finde ich tatsächlich auch spannend, weil wir überlegen ja immer, was ist eigentlich das nächste große Ding, weil also die einen, also Facebook ist ja schon seit Jahren tot, beziehungsweise wird es behauptet.
Ich glaube einfach, dass wir da halt immer noch viele Follower haben und dass es halt vielleicht gerade auch im Metal-Bereich da immer noch am meisten Leute gibt, etc. Ich würde immer noch gern wissen, was das nächste Ding ist. Das ist auch so ein bisschen, also die Homepage kann uns eigentlich keiner nehmen. Ja, deswegen versuchen wir eigentlich alles wirklich zuerst auf der Homepage zu posten und es dann zu spreaden. Je nachdem, wenn es halt mehr convenient ist und der Algorithmus halt sagt, okay, teile ein Facebook-Ding auf Facebook und du erreichst mehr Leute. Vielleicht auch um der Band oder dem Event, wenn wir halt Events teilen, was Gutes zu tun, dann machen wir das natürlich auch so rum. Aber auch wenn jetzt die Homepage leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, werden wir das, glaube ich, nicht abstellen und werden halt weiter das spreaden und versuchen da halt auch, hey, konsumierst dort, wo es dir am meisten taugt. Die meisten werden YouTube gucken, die meisten haben Facebook oder halt, wenn es jemand gibt, der jeweils das andere nicht tut, kriegt das trotzdem in irgendeiner Form. Ich glaube, das Ja. ist das Wichtigste und das machen wir auch weiter. Ich selbst bin in letzter Zeit halt wirklich viel mehr zu Instagram geschiftet und ich muss wirklich sagen, dass mir das halt auch sehr gut gefällt. Und natürlich hast du nicht, ist das nicht gleichwertig zu sehen, ne? Du hast da Instagram ist halt viel mehr so ein Ding mit Bildern und Stories und nicht so sehr mit Posts, ne? Auch wenn du natürlich auch zu jedem Bild da was posten kannst, da kann Anna wahrscheinlich viel mehr zu sagen. Ist halt schade, dass das so ein bisschen noch an letzter Stelle da steht. Andererseits, Wir haben aber einen ganz guten Zuwachs bekommen und die Zahlen, die habe ich ja auch immer im Blick und da sehe ich halt auch wirklich das Wachstum stetig steigen. Also ich sehe da schon, dass wir da auch Zulauf bekommen, dass wir da auch wahrgenommen werden. Ich nehme aber auch wahr, dass wir ja, dass der Wandel von dieser Plattform, der ja mal angestrebt wurde von einer Bilderplattform zu einer eher videolastigen Plattform, dass der halt, ja, das merkt man halt, ne? Also es werden halt mehr, ja, Videos mittlerweile hochgeladen als Bilder und eventuell müssten wir uns da mal überlegen, dass wir dann auch, wenn wir ja bei YouTube was hochladen, dass wir dann da ein kleines Video zu machen und dass wir das dann auch mit reinpusten zwischendurch. Man müsste halt einen kurzen Cut. Also da muss ich fairerweise sagen, Instagram ist für mich immer noch so ein bisschen, also ich bin auch relativ viel auf Instagram in letzter Zeit unterwegs, einfach weil mir irgendwelche Assis die ganze Zeit Memes schicken. Und dann Selber der King of Memes, Alter. ja, ich bin halt ein Meme, was soll ich denn machen? Ich denke mal, es ist was Wichtiges, und dann kriege Nee, also ihr kriegt von mir nur Memes nachts um drei, das passt schon. Nee, aber halt wie Anna sagt, dass man vielleicht wirklich aus jedem Video noch ein kurzes Snippet mit rausnimmt oder so, aber das ist halt auch wieder Aufwand und Ja. vielleicht brauche ich da einfach noch jemand von euch. Das ist dann aber mehr so interner. Ne? Schnappt euch doch bitte einfach so ein YouTube-Ding, nagelt da kurz 4 Minuten was raus, packt einen Soundtrack drunter und jagt es raus. Also, ich glaube, ich bin gespannt, was in 5 Jahren ist, wie dann Instagram sich entwickelt hat. Also, das wird auf jeden Fall eine Plattform sein, die wir weiter ausbauen wollen. Ich habe mich mal auf Reddit ein bisschen versucht, aber Reddit ist, ja, ich weiß nicht, ob man es braucht. Keine Ahnung. Reddit ist für mich bisher auch immer nur ein Portal gewesen, um irgendwelche Tipps oder irgendwelche Fragen zu beantwortet zu bekommen, irgendwelche Links, obskure Links zu bekommen oder halt, ja, weiß ich nicht, Was ich einfach empfehlen kann auf irgendwie. Reddit ist dieser OnlyFans-Kanal. Das ist wirklich super. Da posten Leute nur Fans. Also, ja. Wow, Und okay. es ist wirklich, es hat schon Edge-Meme-Lord-Charakter. Ich lieb's. Ne? Einfach, ich bin großer Reddit-Only-Fans. Also so nicht, aber auf Reddit finde ich es ganz fantastisch, weil es ein ganz toller Kanal ist, wo Leute nur ihre Lüfter posten. Ne? Zeigt mir eure Bürste. Genau. Okay. So, nächste Frage. Alles klar, nächste Frage. Ja, was wird bevorzugt, wenn wir auf YouTube sind, beziehungsweise auf Videoplattformen, was ist da eher im Fokus der Leute? Ist es eher, dass da Einzelsongs gehört werden? Ist es eher, dass da ganze Alben gestreamt werden, so Fullstreams? Ist es Live-Content? Ist es ja, eben genau das, was wir häufiger hier im Podcast tun, einfach mal stundenlang über Events reden, in Form von Podcasts oder eben einfach tatsächlich irgendwelche Einzelreportagen oder so. Und da ist tatsächlich einzelne Songs am ehesten genannt worden.
Wobei ich auch, wenn ich YouTube laufen habe, bis auf irgendwelche Musikvideos eigentlich immer ganze Alben laufen lasse. Also mir Naja, geht wenn du Videos hast. Ja, okay, stimmt. Anna? Ja, wenn du Videos hast, dann glaube ich, ja, also ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wenn du eher im Internet unterwegs bist, dann möchtest du ja wahrscheinlich nicht so diese langen Sachen haben, die du dir dann ja anguckst. Es sei denn, du bist irgendwie beim Sport und hast da irgendwie YouTube mit auf deinem Cardio-Ding drauf. So geht es mir zumindest. Ich glaube, dass in diesem schnelllebigen Internetgedöns da will man halt einfach nur irgendwie einen kleinen Clip sehen und fertig. Und das könnte sich dann, also meiner Meinung nach spiegelt sich das ein bisschen wider. Das spricht ja für diese geringer werdende TikTok-bedingte Aufmerksamkeitsspanne vieler Leute. Aber ja, weiß ich Also ich nicht. glaube, wo wir jetzt zum Beispiel auf dem House of Winter waren, wo wir halt dann in der Bude waren, da liefen eigentlich die ganze Zeit nur volle Konzerte. Also klar, auch einzelne Videos, aber den Leuten war es dann auch zu stressig, weil dann musst du immer neuen raussuchen. Der Algorithmus spielte wieder zwischendurch irgendeinen anderen Quatsch rein. Aber habt ihr euch das ganze Ding dann komplett angeguckt oder lief das dann nur so nebenbei? Es lief halt auch nebenbei, aber Leute haben sich es auch angeschaut. Also klar, sonst hättest du es weggemacht. Ne? Also die Musik wurde dann halt auch ohne das Video mitkonsumiert, aber ne? Also ganz unterschiedlich. Okay, cool. Ja. Ja klar, also ich glaube, so richtige tiefschürfende Festivalbesprechungen, das gucke ich mir dann gerne mal an von Events, auf denen ich entweder selber war oder wo ich eigentlich super gerne hingegangen wäre. Das mache ich natürlich jetzt auch nicht bei jedem Event. Und so, also das muss schon, das kommt, glaube ich, immer darauf an. Ja. Aber Podcast ist auch eher was, was ich nicht unbedingt auf YouTube höre, wenn es jetzt nicht gerade Podcasts sind, die auch ein Video haben. Ne? Das reine Hören, das mache ich dann eher auf anderen Plattformen, wenn. Naja. Gut. So, was ist den Leuten denn auf unserer Homepage so an Rubriken wichtig? Das war auch nochmal eine wichtige Frage für uns, um das so ein bisschen herauszufinden, wo wir mal einen größeren Fokus drauf setzen wollen. Und kurze Newsbeiträge sind als allerhöchste Kategorie genannt worden und unsere Wochennews, weil wir irgendwann ja mal dazu übergegangen sind, nicht immer einzelne kleine Mini-Artikel zu veröffentlichen, sondern lieber so einen kleinen News-Wrap-up am Ende von jeder Woche zu machen, wo wir dann auch noch mal ein bisschen, wer das noch nicht gesehen hat, immer vier große Schlagthemen haben mit ein paar Release-Tipps, die wir für relevant halten aus dieser Woche. Und ja, ein paar ausgewählte Musikvideos nochmal reinhauen. Und das ist anscheinend ja aktuell auch mit einer größten Wichtigkeit genannt worden, diese Short News und die Wochennews. Aber eben auch ganz klassische Reviews von Alben und Festivals. Und ein bisschen kleiner sind dann eben unsere anderen Steckenpferde, ne? Also Blogartikel, genau. Also Alben-Reviews hat mich am meisten überrascht, tatsächlich, weil da haben wir ja auch schon immer wieder die Diskussion gehabt, hey, ne, Architektur tanzen oder Musik besprechen ist auch immer so ein bisschen schwierig, ist das überhaupt noch gefragt? Aber das hat mich gewundert, dass es noch so viele Leute noch nachfragen. Genau, wir haben uns ja dann irgendwann selber auch mal gesagt, okay, maximal eine Seite oder vielleicht eher eine halbe Seite, dass das halt wirklich ein bisschen auch der geschuldeten und schon angesprochenen Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen runterschrauben. Aber das fand ich tatsächlich interessant. Ja, also gerade so ausgewählte Sachen, weil wir ja auch selten jetzt irgendwie von, ich sag mal, in Anführungszeichen größeren Bands jetzt jedes Album besprechen, sondern wir suchen uns dann ja wirklich oft eher die ganz unbekannten Sachen raus, irgendwelche Demos raus und so. Und klar, ne, wenn die Zeit da wäre, so geht es mir jedenfalls, würde man auch nochmal viel mehr besprechen vermutlich, aber auch da, klar, ich wurde aber auch schon mal darauf angesprochen, warum denn Undergrounded jetzt über Album XY nichts geschrieben hat. Ja, ergab sich nicht, keine Zeit, weiß ich nicht. Wir kriegen ja auch, ich meine, die Situation hat sich halt auch für Magazine geändert, ein bisschen was so Promos und Promomaterial angeht.
die Labels, die tatsächlich physische Promos zuschicken an ausgewählte Magazine. Der Prozentsatz ist ja einfach gering geworden, verschwindend gering geworden. Man kriegt ab und an natürlich mal Downloadcodes vorab oder eben einfach nur Hinweise, wenn die Alben erschienen sind, mit Links, die halt jeder zugänglich hat. Ne? Also, da kann ich mich auch noch an Zeiten erinnern, da war dein Postkasten halt jede Woche mit zwei, drei Sachen voll. Kann man schon, also hat man schon was bekommen. Das ist heute praktisch auf Null. Also heute nochmal was zu kriegen und vor allem, dann sind es in der Regel, wenn man halt noch was physisch zugeschickt bekommt, dann will man es in der Regel auch nicht hören. Weil also das ist dann in der Regel irgendwie Liebhaberprojekte, die halt aber auch nicht ganz so geil sind, die das halt auch wirklich noch so tun müssen. Ganz, ganz viel, was wir gerade bekommen, ist wirklich ganz, ganz schlimme Grütze und das meiste hat sich wirklich digital verlagert. Und da versuchen wir natürlich auch den Leuten gerecht zu werden. Es gab mal auch einen Kritikpunkt. Reviews, die sind ja alle so zwischen, also das Schlechteste, was mal ist, sind 7 Punkte und alles ist 8, 9, 10. Ja. Halt eine Top-Wertung. Das liegt halt auch daran, viel, was wir reviewen, hören wir auch selber und finden das selber vielleicht auch gut. Da vielleicht ist da auch ein eigener Bias mit dabei, was aber vielleicht auch gar nicht schlecht ist, weil wir den Leuten damit auch gleichzeitig Sachen empfehlen, die wir halt gut finden und dann ist. Oder vor denen man warnen möchte. Oder vor denen man warnen möchte, ne, da gibt es ja nochmal die Nullpunkte. Ganz, ganz schlimme Scheiße, aber das ist dann eher im Blog. Ne? Das tut mir Ja. natürlich auch extrem Aber weh, weil ich. das hatten wir ja schon mal. Ich meine, es ist immer leichter, wenn du schon den Luxus hast, dass das jetzt nicht deine Arbeit ist und du musst über irgendetwas schreiben, weil du damit deine Brötchen verdienst. Wenn du dir das so ein bisschen aussuchen kannst, worauf hast du Bock, woran hast du Interesse, was findest du selber richtig, richtig geil, dann suchst du dir natürlich auch eher die Platten raus, die du eh schon super findest. Ja, das Ja. ist, so ist es einfach, ne? Ich glaube, dass sich da aber auch so ein bisschen unsere Herkunft so ein bisschen widerspiegelt, weil wir sind ja doch eher im Band-Support auch unterwegs und wollen ja eher die Bands mit dem, was wir tun, supporten und nicht ja, vielleicht ihre Hoffnung, dass die durch ein Review von uns irgendwie noch einen Fuß mehr in irgendeine Tür bekommen, noch die letzte Hoffnung irgendwie zerstört wird oder so, ne? Also von daher glaube ich auch, Ja, das absolut. spielt eine Rolle. Absolut. Und na klar, ne, wenn jetzt irgendwie ganz oft, also so geht es mir in letzter Zeit, dass ich dann halt eher mal was bei uns, dass das bei uns Artikel erscheinen über befreundete Bands, über Events aus irgendeiner Reihe und man bewirbt dann natürlich genau die Events, wo dann Leute von unserer Bubble, von unseren befreundeten Bands irgendwie dann auftreten. Ne? Dass man auch gezielt von denen angesprochen wird, hier wollt ihr nicht über das was schreiben oder so. Und Bands, mit denen wir persönlich jetzt nicht so viel zu tun haben, die uns vielleicht gar nicht kennen, da ist es dann natürlich auch manchmal etwas schwieriger. Ja, wir haben auch die Frage gehabt, was den Leuten bei uns fehlt. Und im Grunde, na, es ist, viele, viele Nachrichten waren erstmal so, hey, wir sind zufrieden, alles cool, mir fällt nichts ein. Aber auch da sind noch ein paar interessante Sachen dabei gewesen. Und zwar halt, hier wird auch darauf hingewiesen, dass anscheinend der Algorithmus nicht immer richtig funktioniert, ne, wenn die Leute. Also, dass manche Artikel dann auf Social Media von uns total untergehen und nicht angezeigt werden. Ne, das habe ich hier als Hinweis gelesen. Ich weiß nicht, hattet ihr euch da noch mal ein bisschen genauer durchgelesen, was die Leute so geschrieben haben? Mich hat halt gefreut, dass gerne mehr Interviews gelesen werden würden. Aber da haben wir ja gerade noch mit Skog einen guten Interviewer dazu gewonnen, der gerade auch ja, einige Interviews schon rausgehauen hat. Bin mir auch sicher, dass Mit da noch mit einige den neuen folgen werden. Trials, Genau. der Starduster und die Anne, die da jetzt auch so ein bisschen Gas geben. Also, wir haben jetzt auch ein bisschen Zuwachs bekommen im Team. Grüße gehen raus an der Stelle. Also, da werden wir, glaube ich, auch noch ein paar mehr Interviews sehen, was ich persönlich auch ziemlich gut finde, ne, weil es halt einfach auch nochmal ein bisschen einen intimeren Einblick gibt. Aber ansonsten, ja, ich glaube, da Hier haben sie, wird glaube auch ein ich, heute. Foodblog gefordert.
Ja, oder unbedingt nochmal ein Underground-Festival mit allen Bands, die garantiert jeder schon mal gesehen hat. Ja. Also, Ich brauche keine VR-Videos, wurde hier ja. gesagt. Was? Keine? Ich brauche keine VR-Videos. Ja, dann sollen die sich mal weg. Ne? Du kannst dich mal löschen. Du kannst dir selber mal gucken, dass du, ne? Virtual Reality ist die Zukunft. Also sagen wir so, Augmented ich glaube, es Reality macht nämlich, auch. es macht nicht bei Und je jeder schneller du Band das Sinn. akzeptierst, ja, desto besser ist es für alle. Aber ich So. glaube, es macht halt wirklich, also es gibt halt Bands, da macht es nicht viel Sinn. Gerade wo auf der Bühne halt alles sehr statisch ist, macht es nicht viel Sinn. Gerade wo auf der Bühne, wo Ich die war noch nicht Optik. fertig. Hast du etwa das geantwortet? Nein. Je schneller du akzeptierst, dass VA und AR die Zukunft ist, ne, desto mehr werden wir Freundinnen. So, guck mal weiter runter, was gibt es denn da noch so? Gerne mehr Reviews haben wir hier, gerne mehr DSBM, gerne mehr Hinweise so Ich kenne euch nicht. auf. Ich kenne euch. Ich mache hier für einfach einen Link zugeschickt gekriegt. Ich kenne euch gar nicht. Nein, okay. Interviews aus dem Pool in Tallinn wurde gerade gesagt. OnlyFans von Grave. Weißt du, das Allerschlimmste ist, ich weiß schon hundertprozentig, wem das zuzuordnen ist. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber ich glaube, alle hier wissen, wer diesen Kommentar geschrieben hat. Ja. OnlyFans von Nacktbilder. Anna Weil, ne? Mehr Drachenlord-Referenzen, mehr wie, mache ich doch schon genug. Mal eine Ne? Printausgabe. Das ist tatsächlich was, wo wir schon mal mitgespielt haben, ne? Mit dem Gedanken. Ja, also, ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht zum 25-jährigen Jubiläum oder Oh, so. das Mehr ist Black mir Metal, schon bitte, lese ich auch seit gerade. unserem 20-Jährigen und ich glaube auch schon zu, war das nicht auch schon zu unserem 15-Jährigen irgendwie unser Plan, aber das ist halt wirklich schon seit Jahren mein Wunschgedanke, aber ja. Mehr Bürste Mehr steht hier auch, da hat Podcast-Folgen jemand das steht hier, R. ja, da sind wir leider ja nicht so regelmäßig am Start, aber ist es leider immer etwas unregelmäßiger. Das könnte man natürlich auch auf eine regelmäßigere Basis machen, das stimmt schon. Man könnte statt die großen Festivals nur zu verfluchen, über die Underground-Bands berichten, die dort auf den kleinen Bühnen auftreten. Auch unter UG-Lesern sind bestimmt Wackengänger. Das glaube ich nicht. Das ist eine fiese Unterstellung. Das hört mir auf. Das ist genauso scheiße wie mit diesem VA und dem AR. Ne? Wer da eher, ne, ob der auf Wacken geht, um Underground-Bands zu hören, der hat den absoluten Scheißknall nicht gehört. Du kriegst für den Preis von Wacken 25 kleine Festivals, wo nur Underground-Bands sind. Fick dich weg. Dich will ich hier nicht mehr sehen. Raus, da, Tür. So, next. Vielleicht mal eine Also, Umfrage steht hier. Meistens gleich gibt mal man eine erst das Umfrage. Ja, Geld, wenn man es nicht können wir auch da. machen. Vielleicht mal eine Umfrage. Ja. Ey, Also ich verstehe es halt nicht, von den dass Underground-Bands auf man den kann, großen man Festen. kann. Grave, man kann schon, es gibt bestimmt Leute, die Bock Next. auf irgendwelche Headliner da auf dem Wacken Next. haben und trotzdem sich Underground-Bands Aha. angucken. Ich weiß gar Aber nicht, warum du das jetzt der, rechtfertigen nee, ich versuchst. versuche, nee, ich rechtfertige das nicht, weil ich Volles Programm, glaube, voll in der Rechtfertigung. ich kenne genug Leute, die fahren Aha. auf Wacken oder so und gucken sich dann keine einzige Band auf den Nebenbühnen an und verteidigen das aber trotzdem mit diesen kleinen ganzen Underground-Bands, die auf den Nebenbühnen sind. Wenn Sie jetzt Sag wenigstens mal. nur sich den ganzen Kram auf den kleinen Bühnen angucken würden. Sag mal, hast du da etwa ein Wackenticket in deiner Schublade? Nein. Wow. Wow, Das okay, da war werde ich schon nachher mal da, ja. abrangieren. Ich besitze Da das werde ich auch noch. nachher Ich habe so eine abrangieren. Kiste mit alten Tickets, ja. Also, wenn Gut, weiter. Underground-Bands, dann bitte doch direkt. Ne? Da braucht man nicht nach Wacken fahren. Ja. So. Regelmäßigere Ausgaben von Untergraben. Dankeschön, das machen wir, versuchen wir. Aber wir Macht kriegen es weiter, wie ihr momentan das nicht für richtig regelmäßig hin. haltet. Weiter, weiter, weiter. Ja, ich dachte nur, weil da sind doch noch ein paar Sachen. OnlyFans, ne? Sechs Schreibende mit Grave. Das können wir dann mal parallel machen. Meine E-Mail-Adresse ist weithin bekannt. Okay, ja, passt alles. Also großenteils irgendwie Zufriedenheit und ein paar, ja, mehr Content davon, mehr Content davon. Wir gucken mal, Also, weil. warte mal, eins fand ich noch relativ cool. Was war das? Videos und Artikel von Nebenmännern und Frauen der Szene. Bandfotos gibt's überall. Wer sind die Gäste beim Fest? Ja, das habe ich mir fairerweise auch schon mal überlegt. Also, wir hatten ja mal ein kurzes Interview mit einem der Klo-Menschen, damals auf, oh, wie hieß es in Bayern, in der Lichtenfelder Halle. Ah, Way of Darkness meinst du?
Genau, auf dem Way of Darkness. Also da gibt's auf YouTube ein schönes Ding, wo wir auch ein bisschen intensiver berichtet haben. Da haben wir auch mal den Klo-Menschen und ich glaube einen der Securities zu Wort kommen lassen. Auch hier sollten wir mehr tun, da bin ich 100% überzeugt und wir versuchen das gerade auch schon ein bisschen. Ich habe hier noch stehen eine intensivere Vorstellung des Teams hinter UG. Weiß ich nicht. Also, ja. Hatten wir das mal angefangen? Ich glaube, wir hatten ja schon auch mal so Podcasts. Wir hatten doch mal so eine Reihe, wo jeder irgendwie so ein mit einem Bild von uns und dann jeweils irgendwie so ein, wie so steckbriefartig Ja, das so nochmal gemacht. könnte man vielleicht jetzt auch mit den neuen Leuten auch vielleicht mal wieder tun, tatsächlich. Ja. Ja, das stimmt. Weniger Überheblichkeit. Und geh Aber doch zu das Silent. macht die Überheblichkeit macht dich doch aus, Grave. Also So, ne, also wenn wir uns das eins greifst du leisten ja können mit. und müssen, dann ist es Arroganz. Entschuldigung. Ja. Also weniger überheblich, das, also das können wir gar nicht. Ne? Wir können nur mehr Überheblichkeit und mit was? Mit Recht. So. Genau. Ja, auch hier nochmal ein bisschen Selbstbeweihräucherung oder ein bisschen Platz für Leute, die uns ein bisschen bashen wollen. Abfall. Das Edgelord Abfall. Metal Scene gemacht von Edgelords für Edgelords. Schlechthin. Also an der Stelle, Liebe geht raus. Also ne, dafür, dass du das hier ablieferst, uns zu lesen, finde ich dann auch schon richtig cool. Danke an der Stelle. Ablenkung vom Alltag, finde ich schön. Ungeschönt die Wahrheit. Erinnerung an tolle Zeiten. Ehrlich Blick in die autistisch und Seele. genauso undergrounded, wie ich es möchte. Super. Ah, okay, hier schreibt jemand, Tobi hat ihn bestochen, dass er das hier macht. Super. Toll. Ja, Fünfer gibt es später. Also ich habe den Link auf jeden Fall ein bisschen gestreut im Freundes- und Bekanntenkreis. Wer das jetzt geschrieben hat, weiß ich tatsächlich nicht. Und hey, das war, Richtig, warte richtig mal, gut. die Fliege auf meinem Haufen Mist. Oh. Oh. Sehr schön. Eine Kartoffel. Macht. Kartoffel. Na. Kartoffel. Eine Perle für kuriose Auftritte auf YouTube. Meinen Sie damit die Podcasts wie das hier? Das ist schon kurios oder irgendwelche Nischendinger? Also ich habe neulich auf jeden Fall jemandem oder ein paar Leuten den Void of Voices Link geschickt. Die kannten das gar nicht von Attila und das ist ja wohl auch skurril. Das ist kurios tatsächlich. Ja, aber auch das ist so wichtig und so cool. Es war eine, ist immer noch, also gerade dieses 360-Grad-Ding, weißt, kurios on top mit einer Art neue Darstellung. Ich glaube, das, ja, das sollten wir tun. Eine Wohlfühloase im täglichen Sumpf aus Grütze. Wow. Ja, Ach, schön. das könnte ein Werbetext auf irgendeinem Ermanns Joghurt sein oder so. Das Die ist ja auch geil. Grütze. Etwas behindert, dadurch aber auch ziemlich eigenständig. Ja, also todbehindert ist ja unser Motto irgendwo Tot. auch, ne? Ja. Von daher Ah, passt das ja. schön. Gelebte Ja. Leidenschaft, Dankeschön, ja. Und seit mittlerweile 11 Jahren einfach nur ein großartiger Begleiter und Support. Danke für alles. Gig-Gig-Vermittlung, Sampler, gemeinsame Konzerte, Festival als Gast. Da ist, glaube ich, auch jemand dabei, weil Sampler machen wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber danke an der Stelle auch für offenbar lange Jahre Stange halten. Jemand mag unsere Ehrlichkeit, auch schön. Ich hoffe, dass der Mensch, der da im Krankenhaus war, seinen Entlassungsbrief inzwischen bekommen hat. Auch wichtig. Musste sehr lachen, wirklich. Ja, der arme Kerl. Ja, Oh gute shit. Besserung. Once eine nice Sache, ja, Metal. Sehr schön. Weiter so, weiter so. Underground. Überflüssig, auch noch gut. Okay, ja, dann Vergesse stellen wir. manchmal, dass es euch gibt, aber dann taucht ihr irgendwie wieder bei mir auf und ich freue mich auch schön. So gut, dass ich sogar an der Umfrage teilnehme. Ja. Scheinbar underrated. Tatsächlich mal etwas Digitales, das mir zusagt. Kein Oberflächenscheiß, der sich nur Underground nennt oder der sich nur Underground nennt. Außerdem kommt ihr wohl aus meiner Ecke hier und ich habe mich auch schon mit dem einen oder anderen von euch unterhalten. Gut, wir sind ein bisschen sehr durcheinander. Ja, wir Wir sind haben ein dezentral. größeres Chapter NRW, wir haben ein Chapter da, wo der Grave herkommt, da irgendwo tief im Im Süden, Wald. im Wald. Ja. Anna hat es schon mal gefunden, zufällig. Ja, Im mehrfach Wald. mittlerweile. Ja. Ja. Oder eben Bild.de.
Wenn ein langweiliger Kunde anruft, okay, oh, grauenhaft, okay, ja. Zu wenig Underground sind wir, sagt jemand. Ich weiß, man kann noch, man kann, nein, was heißt nicht noch, man kann noch mehr aus dem Underground abbilden. Das ist korrekt. Aber sind wir zu wenig Underground? Zu Gut, wir ab. haben auch ab und an mal ein paar größere Bands durch Festivals wie das Partisan drin, aber ja, richtig. Also gemixt. Ich, also Ja. ich hab überwiegend positiv wahrgenommen. Mit natürlich Kritik, die wir uns auch zu Herzen nehmen. Genau. And that's Das it. war, glaube ich, unsere Umfrage, ne? Wie gesagt, wir werden da noch mal ein bisschen, noch ein paar Pie-Charts noch mal nachreichen. Das hatten wir gesagt. Vielleicht blenden wir das auch hier noch ein. Ja. Ja. Also, weil ich glaube, es sind doch die ein oder zwei, also neben den Sachen, die wir natürlich jetzt für unser Scene mitnehmen, und das Feedback, dem wir uns annehmen und das wir auch akzeptieren und vor allem annehmen, gab es, glaube ich, zwei, drei Informationen, die auch für Bands ganz relevant waren. Guckt euch die Festivals an, produziert kaufbaren, bezahlbaren Merch. CD ist nicht tot, Vinyl ist stark. Genau. Euer Fazit? Also ich finde es sehr schön, dass so viele Leute teilgenommen haben. Auch wenn jetzt, klar, ne, ein paar Gag-Kommentare dabei waren, aber ich finde es sehr schön, dass da so viele Leute teilgenommen haben, dass so viele Leute Bock hatten, da sich mal eben, keine Ahnung, 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen. Danke dafür, danke für das Feedback, dass wir halt auch jetzt nochmal ein bisschen auch eine kleine Rückmeldung bekommen haben. Wir kriegen ja sonst immer nur was von unserem unmittelbaren Umfeld mit, die uns kennen. Worauf auch so bei uns auf der Homepage und auf Social Media Wert gelegt wird. Also ich finde das immer sehr wertvoll und klar, ne? Wenn natürlich noch repräsentativer ist eine größere Stichprobengröße, ne? Aber so ist das halt. Ja. Dein Fazit, Anna? Ja, ich fand es jetzt halt schon relativ interessant zu sehen, wie so die Wertung der einzelnen Kategorien einmal auf unserer Homepage gesehen wird und auch ja die Wertung oder die Rangfolge der Wichtigkeit in den sozialen Medien, weil wir stecken ja da schon immer sehr viel Zeit und Energie rein. Vor allem der Zeitfaktor ist wirklich nicht zu unterschätzen und da ist es dann natürlich auch wichtig für uns zu sehen. Was wird denn da gut angenommen? Worauf kann man eventuell sogar verzichten oder das ein bisschen umlagern, um dann auch hinterher ja für unsere Leser, Hörer, Zuschauerschaft genau das zu liefern, was sie vielleicht auch sehen wollen? Ja. Lasst uns Absolut. genauso weitermachen. Ja, also ich denke, das können wir daraus Anpassen. mitnehmen. Und ja, wir freuen uns, glaube ich, auf ein cooles Jahr 2024 an Events und Festivals. Und ja, begleitet uns, bleibt uns gewogen. Das ist eine schöne Es Sache. wird groß. Wir wünschen euch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das hier konsumiert. Ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein.